Hallo liebe Blende-Zu-Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Speedbuilds zu der Wilhelma. So wie euch aufgefallen ist, habe ich im letzten Video nichts kommentiert bzw. gesagt, weil ich der Meinung war, ich müsste doch nicht zu jedem Video immer ein Statement abgeben, weil man sieht ja, was gebaut wird und was es halt entsteht. Und diesmal habe ich mich halt entschlossen, mal wieder etwas dazu zu sagen. Und ich hoffe, ihr hattet auch keine Probleme damit, dass ich nichts betont habe zu meinem Video. So, beim letzten Mal habt ihr gesehen, wie das Gewächshaus bepflanzt worden ist. Es ist zwar noch nicht ganz fertig, doch zum großen Teil sind die Hälfte auf jeden Fall, weil sobald ich hinten anfange mit dem Aquarium, werde ich auch das Gewächshaus beenden, damit wenigstens ein Teil zumindest fertig ist. Aber diesmal habe ich mich halt entschlossen, das Pinguingehege fertigzustellen, so wie das Flamingo-Gehege. Es gibt zwar noch keine Pinguine, ich weiß, aber in der Wilhelma gehört es dazu und deshalb wird das Gehege einfach mal Pi mal Auge hingestellt und man kann es immer noch befüllen. Gegen später habe ich dann sowieso erstmal ein paar Schildkröten reingesetzt, damit da wenigstens überhaupt was drin ist, aber man kann sie ja immer noch versetzen. Deswegen, wie gesagt, auch ein paar Kommentare, wo ich mal auf Facebook reingestellt habe, diese Bilder hieß es auch, Pinguine, habe ich was verpasst oder so? Nee, das ist alles nur, das ist Vorarbeit und eine Erhoffung, dass die Entwickler wirklich die DLCs mit Eisbären, Pinguinen, Seehunden etc. rausbringen werden. Weil die Wilhelma hat ja auch ein Seerobbengehege, da in der Nähe von diesem Pelikanteich. Wenn einige wissen, wo das ist, ich denke mal, es haben mit Sicherheit viele dort, sowie das Eisbärengehege und was weiß ich noch alles. So, bloß beim nächsten Part, wo ich das das Vogelhaus gebaut habe, hatte ich teilweise richtig Probleme, weil im Spiel sind noch nicht wirklich die Teile implantiert, die ich wirklich dafür gebraucht hätte, zum Beispiel jetzt solche Zäune im Stacheldrahtmodus, so Gitterzäune einfach. Da es nicht gab, habe ich irgendwie erstmal Pi mal Auge mit einem anderen Zaun ausgetobt. Auch die Dächer habe ich das komplett, das waren locker über 1000 Teile, wenn ich mich nicht irre. Aber es hat mir dann nicht so gefallen, weshalb ich das dann komplett weggerissen habe. Und dann wiederum komplett neu, dann wirklich dann mit Barrieren und dann Glasscheiben obenrum, damit es wirklich einigermaßen besser aussieht. Aber das ist natürlich in diesem Part nicht mehr, sondern erst in den nächsten. Und da sind ja auch die Flamingos ja draußen. Einige wissen, wovon ich was ich meine. Und entrinnen die ganz verschiedenen Vogelarten. Aber da es natürlich in dem Spiel nur 3 gibt, kann ich erstens schlecht die Strauße da reinsetzen. Weil die passen da erstens nicht dazu. Zweitens sind die ja irgendwo in der Nähe vom Bauernhof. Dann habe ich halt nur die Pfauen drin gelassen. Und Flamingo-Gehege habe ich mit dem Vogelhaus kombiniert, so dass die Flamingos natürlich auch in dieses Vogelhaus hineingehen können, was natürlich ein bisschen belebter ist. Natürlich hat es nicht so funktioniert, wie ich wollte, weshalb dann alles durcheinander ist. Da sind Viecher, da sind noch Pfauen draußen im Flamingo-Gehege, aber ich finde es jetzt alles nicht so schlimm. Wie ihr seht, baue ich ja gerade den Umriss des Vogelhauses. Erstmal von innen natürlich nur die Wege. Das Gebäude habe ich natürlich erst im nächsten Part errichtet. Aber das war erstmal der grobe Umriss, so wie das hier jetzt. Das ist ja dieses Känguru-Bereich. Es gibt natürlich auch keine Kängurus, ich weiß. Hoffentlich werden es bald kommen. Aber wie gesagt, alles Vorbereitungen, Baukenntnisse und der Umriss, damit ich weiß, wie wo was. Ich weiß, ich quatsch mal wieder zu viel, aber wer weiß. Man kann ja immer auch hoffen, dass es irgendwelche speziellen Tiere gibt, so wie Dinosaurier so, aber das wird sowieso nicht kommen, weil die Entwickler ja Jurassic World Evolution produziert haben und sie wahrscheinlich auch, so viel ich weiß, auch bekannt gegeben haben, dass es auch keine Dinosaurier, die es jetzt geben wird. Aber was ich hoffe, natürlich Aquarien und natürlich mehr Vivarien, natürlich nicht diese großen Dinger, sondern wirklich so kleine, wie in den Zoos allgemein sind, so die kleinen Schaufenster. Die finde ich ja natürlich toll, weil wo ich das Insektenhaus gebaut habe,
ist es mir leicht schwer gefallen, irgendwie die Dinger hinter die Mauer zu platzieren, dass du nur so einen kleinen Bildschirm hast. Natürlich ist es machbar, aber ich fand es irgendwie ein bisschen doof, weshalb ich dann nur so eine Art Deko, also quasi so eine Art Schaufenster hingestellt habe. Es war nichts drin, aber man kann ja gut erkennen, dass es ja, ein Terrarium, Vivarium, je nachdem, ist von dem her. So, wie ihr hier seht, kommt ja jetzt das Flamingo-Gehege. Der Unterschlupf ist das allererste Gebäude, was ich mir aus dem Bauplan herausgenommen habe. Sonst ist wirklich alles selbst gebaut. Jedes einzelne Gebäude, bis auf den Unterstand jetzt, wie gesagt. Aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und ich denke mal, ein, zwei Gebäude kann man immer mal wieder herausnehmen. Und so wie auch einigen aufgefallen ist, auch bei den anderen Gehege, die ich bis jetzt platziert habe, bei den Schuppentieren oder bei den kleinen Pandas, ich halte mich nicht an die Pflanzenregelung, also dass man nicht so und so viel Pflanzen einsetzen darf oder zu wenig und zu viel, wie gesagt. Ich mache es einfach Pi mal Auge, so dass es schön aussieht, weil zuerst macht es nicht wirklich so viel aus, was das Wohlbefinden beeinträchtigt. Zweitens sieht es, dass man sieht irgendwie schäbig aus, wenn da nur höchstens ein Baum drin ist. Weshalb ich es wirklich mag, wenn das Gehege wirklich bepflanzt ist mit, was weiß ich, mit vielen, ja, wie ihr seht, Schilfs oder diese Wasserpflanzen, keine Ahnung, da wo die Frösche mal drauf sitzen. Oder einfach Sträucher. Meiner Meinung nach muss da wirklich einiges rein, damit es wirklich optimal hübsch aussieht. Aber das ist nur meine Meinung, jeder kann sein eigenes Bild daraus machen. Ich bin halt so, ich achte da jetzt nicht so drauf, vor allem weil das Sandbox-Modus ist und nicht Franchise. Von dem her habe ich da nicht drauf geachtet. Ich habe es mit Absicht nicht gemacht, dass ich drauf achte. Ich versuche das hier auf jeden Fall hübsch zu gestalten und nicht einfach nur, ja, ein Baum und die sind zufrieden. Nee, das will ich nicht. Ich möchte schon, dass die Gehege wirklich nach etwas aussehen. Und von dem her meckern die Tiere eh nie rum, außer wenn sie natürlich hungrig sind. Aber das weltbekannte Problem, dass die Tierpfleger da nichts machen. Aber was soll ich tun? Ah, bevor ich jetzt natürlich weiter rede, werde ich mich natürlich wieder verabschieden. Und ihr könnt euch natürlich das Ende des Beatbills angucken. Es wird vielleicht noch 2-3 Minuten dauern, aber das geht ja relativ zügig. Und bis dahin sehen wir uns dann wahrscheinlich hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.